Die gestiegenen Zinsen helfen nicht nur Sparerinnen und Sparer, die jetzt mehr für ihr angelegtes Geld bekommen, sondern auch Wirtschaftsbereichen, für die höhere Zinsen von Vorteil sein können. Und das, interessanterweise, gilt nicht nur für Banken, die jetzt wieder ein deutlich besseres Zinsergebnis haben, seitdem es höhere Zinsen gibt, sondern auch für Versicherungen, Patrick Kesselhut. Warum ist das so? Ja, der Zins ist wirklich entscheidend für Versicherungen, da sehr, sehr viele Parameter daran hängen. Also zum einen macht natürlich ein höherer Zins auch Produkte wie Lebensversicherungen zum Beispiel attraktiver. Aber auch in der Krankenversicherung zum Beispiel ist er sehr, sehr wichtig, um sozusagen die langfristige Verfüllungsverpflichtung dann auch wahrnehmen zu können und hier entsprechend die Rechengrößen dann zu haben und die Erträge zu haben. Und ein weiterer Punkt ist natürlich noch, dass die Versicherer in den letzten 10 Jahren eigentlich eine Zusatzreserve bilden mussten, die sogenannte Zinszusatzreserve, um die Garantieverpflichtungen, um diesen noch nachkommen zu können. Das wird dann eben auch leichter bei einem höheren Zins, also erleichtert den Kapitaldienst, um es kurz zu machen, und ja, erhöht natürlich dann hier den Unternehmensertrag entsprechend. Hat sich das denn in den Kursen der Versicherungen auch entsprechend wiedergespiegelt und positiv ausgewirkt? Ja, also man sieht schon, dass auch mit den steigenden Zinsen letztlich die Kurse der Versicherer sich gut belebt haben tatsächlich. Nicht nur von der Allianz, auch die Münchner Rück stehen sehr, sehr gut da, haben auch eine interessante Dividende und Dividendenrendite, sind entsprechend attraktiv. Und natürlich können Versicherungen auch recht gut Inflation weitergeben, was den Kursen natürlich auch hilft. Nun stehen ja gerade in der Eurozone möglicherweise bald schon wieder rückläufige Zinsen an. Anders als in den USA, wo das immer weiter in die Zukunft geschoben wird, rechnet man nach wie vor noch hier bei der EZB demnächst mit einer Zinssenkung. Wäre das dann, wenn es denn wirklich so käme, nicht wieder eine Gefahr für die Versicherungsaktien, weil es wäre genau der gegenläufige Effekt? Möglicherweise ja, das kann dann den Ertrag auch schon mal ein bisschen schmälern. Analysten sehen aber auch, dass die Konzerne sehr stabil und breit aufgestellt sind, eben mit einer sehr, sehr guten Ertragslage grundsätzlich. Und es gibt natürlich auch Produkte, mit denen man dann an solchen Aktien auch Renditen erzielen kann, wenn sie eben sozusagen nicht in den Himmel wachsen, also wenn das Potenzial irgendwo vielleicht begrenzt erscheinen mag. Grundsätzlich sind Versicherer aufgrund ihres defensiven, recht unangreifbaren Geschäftsmodell eben prädestiniert als Basiswert zum Beispiel auch für Zertifikate und Optionsscheine. Nehmen wir mal an, ich halte das Kurspotenzial bei Versicherungen aufgrund dieser Zinsproblematik eher für begrenzt, glaube aber trotzdem, dass es da keine schlechte Kursentwicklung gibt. Wie könnte ich dann mit passenden Anlagezertifikaten genau auf ein solches Szenario setzen? Also beispielsweise Bonuszertifikate sind für solche Szenarien sehr gut geeignet. Das ist einfach ein Produkt, was einen festen Betrag ausbezahlt am Laufzeitende. Wenn eine gewisse Barriere während der Laufzeit, die kann man selber wählen, nicht berührt wird, dann gibt es diesen Bonusbetrag am Laufzeitende. Mhm. Es gibt auch die Möglichkeit, sozusagen die Bonuszertifikate, man sagt, ungekappt zu kaufen, also ohne Begrenzung nach oben. Das heißt, man wäre bei steigenden Kursen weiterhin dabei bei der Aktie. Man gibt kein Potenzial auf an der Kursfantasie, aber man hat eben einfach diese Rendite für diese Seitwärtsphase oder wenn die Kurse leicht sinken, eben wie gesagt, bis zur Barriere dürfen sie sinken, aber nicht weiter. Dann schauen wir uns da doch vielleicht mal ein Beispiel an, wie das ganz konkret funktioniert, wo man am besten sehen kann. Ein Beispiel eines Bonuszertifikats auf eine Allianz. Da haben wir jetzt mal Stichtag 30. April genommen mit einem Aktienkurs 266 Euro bei der Allianz. Mhm. Laufzeit bis September, also ungefähr 4 Monate sind es dann, glaube ich, noch, die wir da haben. Nicht ganz, so um den Dreh herum, 4 bis 5 Monate. Wie viel Rendite könnte ich da erwarten? Und das hängt dann wirklich von der Barriere ab. Die kann man ja als Anleger frei wählen, je nachdem, wie viel Risiko oder Sicherheit man eben wählen möchte im Produkt. Und wenn man mal schaut, eine Barriere, die so circa 10% unter dem aktuellen Kurslevel notiert, das wäre jetzt hier 235 Euro, also 12% Sicherheitspuffer, kann man so sagen, dann wäre hier eine Rendite annualisiert von 23% möglich. Also wenn man die Rendite auf diese knapp 5 Monate Restlaufzeit hochrechnet auf ein Jahr. Das ist in der Tat nicht gerade wenig, aber man muss auch dazu sagen, 12% Abstand zum Kurs, das ist natürlich relativ schnell erreicht, also rund 30 Euro runter, dann wäre schon diese Bonusbarriere erreicht. Was würde dann passieren, wenn die erreicht wird? Gut, das Produkt wird dann nicht sofort wertlos, sondern ein Teil der Produktfunktion fällt weg. Das Bonuszertifikat sinkt ein gutes Stückchen im Kurs und verhält sich ab Erreichen der Barriere dann so, wie die Aktie weiterhin läuft. Also fällt danach die Aktie weiter, fällt auch das Bonuszertifikat weiter, erholt sich die Aktie wieder, steigt auch das Bonuszertifikat wieder mit. Also das heißt, da ist dann noch nicht Hopfen und Malz verloren. Da kann sogar noch das Bonuszertifikat wieder steigen, selbst wenn diese
diese Barriere erreicht ist. Aber trotzdem kann ich mir sagen, ich würde gerne schon gerne diese Bonusrendite mitnehmen, die ich dann ja nicht mehr hätte. Mhm. Und 12% ist mir vielleicht ein bisschen zu knapp am aktuellen Kurs. Ich hätte gerne einen größeren Abstand. Wie sieht das dann aus? Genau, das ist das Schöne bei Zertifikaten. Man kann sozusagen wählen, wie offensiv oder defensiv oder neutral man sein möchte. Es gibt sozusagen für alle möglichen Einsatzgebiete ein Produkt. Und man kann einfach sagen, ich möchte 12% ist mir zu sportlich, ich möchte ein bisschen defensiver agieren. 20% jetzt hier beispielsweise Abstand zum Kurs, dann ist die Barriere bei 212 Euro. Die Barrieren gibt es in sehr feinen Abstufungen auch, also man kann hier wirklich alle möglichen Varianten wählen. Und bei 20% Puffer sehen wir dann, geht die Rendite natürlich zurück, aber immerhin noch eine 8,7% annualisiert. Also da sieht man schon einen deutlichen Effekt. Bei dem Abstand 8 Prozentpunkte höher verliere ich bei der Bonusrendite doch schon deutlich mehr Prozent. Punktmäßig betrachtet, 14% ungefähr. Ich könnte ja noch mehr auf Nummer sicher gehen und sagen, mir reichen ja auch die 212 nicht. Ich hätte gern 30% Abstand, da fühle ich mich vielleicht irgendwie besser. Da geht die Rendite auch zurück, aber immer noch 5,8%. Genau, das wäre dann schon eine defensive Variante von einem Bonuszertifikat. Es gibt natürlich auch noch größeren Schutz. Man muss letztlich als Anleger immer dann ja, seine eigene Kombination finden, quasi aus Sicherheit und Rendite. Das kann einem keiner abnehmen, diese Frage sozusagen. Das muss man für sich selber beantworten. Die Emittenten bieten eben alle möglichen Varianten an, unterschiedliche Barrieren, unterschiedliche Laufzeiten natürlich auch. Das erklärt es auch, warum es am Ende so viele Zertifikate am Markt insgesamt gibt. Ja, vielleicht nochmal eine Besonderheit dieses Bonuszertifikats. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass die Bonusbarriere nicht erreicht wird. Und dann habe ich ja den riesen Vorteil, wenn man es mir auf die Spitze getrieben nimmt, die Allianz fällt maximal 29%, Barriere hält also. Normalerweise hätte ich dann 29% Minus bei der Aktie mit dem Bonuszertifikat, aber ein Plus von 5,8%. Das ist, glaube ich, auch mit einer der Haupttrigger, warum Anleger sich für diese Variante entscheiden, oder? Genau, also das bietet wirklich einen Schutz und auch eben Renditen bei fallenden Kursen, solange sie eben nicht tiefer als die Barriere fallen. Und das heißt, man hat hier noch einen positiven Ertrag, wie schon gesagt, obwohl die Aktie das Direktinvestment sehr stark im negativen Bereich wäre. Mhm. Oft ist es auch so, dass diese Produkte, wenn jetzt zum Beispiel wirklich die Barriere berührt wird oder die Aktie sehr stark steigt, dann auch die Aktie geliefert wird. Das heißt, das kann auch ein Umweg sein, sozusagen sich die Aktie zuzulegen, dass man sagt, ich bin eh an der Aktie grundsätzlich interessiert, aber bis zum Sommer möchte ich jetzt einfach mal oder bis zum Herbst, bis die US-Wahlen sind beispielsweise, eine positive Rendite nach Möglichkeit erzielen. Und selbst wenn ich die Aktie geliefert bekäme im Falle, ist es gar nicht so schlimm, weil die möchte ich eh langfristig im Portfolio halten. So gehen da tatsächlich auch einige Anleger ran. Und gleichzeitig bin ich aber nach oben mit dabei, wenn die Aktie steigen sollte, bin ich noch nicht mal begrenzt. Genau, es gibt Begrenzung. Das Produkt ist jetzt ohne Begrenzung. Das heißt, man wäre eben bei weiteren Kursanstiegen mit dabei und charttechnisch, also rein von der Markttechnik betrachtet, sieht es bei der Allianz-Aktie ja auch gut aus. Von daher kann man auch vielleicht sagen, man wählt einen etwas geringeren Sicherheitspuffer als bei anderen Basiswerten. Aber wie gesagt, das muss dann jeder für sich selber entscheiden. Ja, und da haben wir nochmal den Allianz-Kurs, wo wir sehen, wie die Aktie gestiegen ist. Einen Punkt müssen wir noch ansprechen, die Dividende, die bekomme ich nicht im Unterschied zum Direktinvestment. Und im Falle eines Barrierebruchs wäre nicht nur diese Dividende dann weg, die ja im Produkt letztendlich drinsteckt, in dem Bonuszertifikat, sondern möglicherweise auch ein Aufgeld. Genau, das Produkt, das Bonuszertifikat, je nach Basiswert muss man auch sagen, kostet in der Regel ein Stückchen mehr als die Aktie. Dafür habe ich eben diese Seitwärtsrendite dann auch tatsächlich und die Dividende. Beides benutzt der Emittent, also Aufgeld und Dividende, um diesen Mechanismus zu bauen, sage ich mal, um das Auszahlungsprofil herzustellen. Von daher sind Zertifikatsinhaber nicht dividendenberechtigt und man muss natürlich bei den Risiken auch noch beachten, dass das Emittentenrisiko immer da ist, sprich das Ausfallrisiko des Emittenten trägt der Investor hier auch. Ja, das muss man alles wissen, aber wenn man das weiß, hat man eben eine Möglichkeit, auch noch dann ein Plus zu machen, wenn die Aktie nicht so stark fällt und gleichzeitig ist man nach oben trotzdem unbegrenzt dabei. So viel zum Bonuszertifikat, Patrick Hesselhut. Vielen Dank für das Gespräch. Meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuschauen.